So, Freunde, wir sind hier gerade im Schlafzug. Im Schlafzug von Shanghai Süd nach Nanshan. Und wer sich ein bisschen auskennt mit Achterbahn, weiß, in Nanshan steht die höchste und schnellste Achterbahn Chinas. Und auch die höchste und schnellste Holzachterbahn Chinas, die, by the way, auch eine der besten der Welt sein könnte. Ja, und deswegen nehmen wir die Reise auf uns. Also, wir reisen da nur durch im Prinzip, auf dem Weg nach Chongqing, eine der besten Städte der Welt, glaube ich. Und da werden wir sehr viele Tage verbringen und die Stadt auf uns wirken lassen. Aber auf dem Weg gehen wir nach Nanshan, um mal diesen Park mitzunehmen, das Nanshan-Sunak-Land. Und wir fahren halt mit dem Schlafzug hin, weil es der chilligste Weg ist und auch echt nicht teuer ist, 30 Euro. Und ist ganz schön easy und convenient, ist halt sehr eng hier, aber es passt, alle Leute sind freundlich. Deutlich angenehmer als ein deutscher Schlafzug, finde ich bis jetzt. Und ja, wir haben den sehr, sehr close nur gekriegt. Unser Taxifahrer hat sehr gecarried, der hat, glaube ich, 10 Verkehrsregeln gebrochen, um uns hinzubringen. Sehr gut von ihm, sehr korrekt von ihm, wir hätten den Zug sonst nie gekriegt. Und jetzt heißt es erstmal schlafen, in 12 Stunden sind wir da. Ja, Nanshan Hauptbahnhof ist einfach die europäischen Verhältnisse. Hat nur 10 Gleise, überall sind Menschen, alles ist ranzig, übersichtlich. Es ist einfach nur dieser Gang hier und auf den Gleisen sah es aus wie Lübeck, fand ich. Also es ist echt einfach unglaublich klein, ranzig und europäische Verhältnisse zu Hefei, Shanghai und allem anderen bis jetzt. Aber ich hätte das nicht erwartet, weil die Stadt sah beim Reinfahren echt ziemlich riesig aus. Habt ihr, glaube ich, gesehen, ne? Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, was jetzt passiert. Hilfe. Ja, ich habe noch mal eine Sache zu den Zügen allgemein und auch zu dem Nachtzug von eben zu sagen. Also entgegen meiner Erwartungen funktioniert das echt gut. Man braucht gar kein Ticket, man muss ein Ticket kaufen natürlich online, aber man muss es nicht vorzeigen, man muss einfach nur seinen Reisepass vorzeigen. Und dann kann man da easy einchecken, muss immer an der Seite zu diesem personalbetreuten Eingang, aber da geht das dann easy. Und wenn ihr aber diesen Nachtzug nehmen wollt, habe ich noch mal einen Tipp für euch. Nehmt den scheiß Bullet Train, weil das ist echt die schlimmste Erfahrung, die ich je hatte. Mein Hals blutet von innen, weil die ganze Zeit, was ich auch erwartet habe, weil es China ist, alle Leute drin rauchen und irgendwann kannst du nicht mehr atmen. Also das ist wirklich krank. Und ich bin erkältet als vorher und deswegen halt, ne? Keine Ahnung. Aber der Hard Sleeper, auch wenn es echt böse klingt, ist gar nicht mal so unangenehm. Ist halt wenig persönlicher Platz, aber es war echt sehr chillig. Ich konnte da easy gut schlafen. Und immer nur der ganze Rauch, wirklich, das war echt schrecklich. Ich will das nie wieder. So, Freunde, kurzer Skip, wir kommen aus der U-Bahn-Station. Metro Zentral heißt die U-Bahn-Station. Erstmal ganz schön cringe, dass wir sehr viele Stationen vom Bahnhof, der echt außerhalb ist anscheinend, fahren mussten zur Metro Zentralstation. Dass irgendwie verschiedene Sachen sind und dass der Bahnhof nicht in der Mitte ist. Und dann, jetzt sind wir ja quasi im Stadtzentrum von Nanshan. Hier sieht so aus. Genauso wie am Rand, genauso wie die Suburbs von allen anderen großen Städten von China. Das Einzige, was hier ein bisschen aussieht wie eine Metropole, ist das Ding. Aber das sind einfach zwei Gebäude und eins davon ist hässlich. Und das andere sind Wohnblocks. Ich glaube, diese Stadt ist wirklich unglaublich, unglaublich hässlich, untouristisch und depressiv. Auch alle Leute in der Metro sind traurig, gucken auf den Boden und finden uns uninteressant. Vielleicht liegt es auch daran, dass es in der Woche ist, aber Nanshan, was sagst du dazu? Absolut hässliche Stadt, wirklich echt nicht empfehlenswert. Geisteskrank, wirklich. Also eine Scheißstadt, Mann. Das war die U-Bahn. Und hier kommen wir schon hoch mit diesem Ausblick. Das könnte jetzt echt sehr interessant werden. Sehr cool. Also ich glaube, das ist die Sunak Mall oder Wanda Mall. Keine Ahnung, ob die umgebrandet wurde, weil der Park hieß ja früher Wanderpark. Und ist jetzt ein Sunak Park. Und ja, wir haben unseren scheiß Koffer dabei. Müssen die gleich irgendwo unterbringen. Aber das wird schon hoffentlich funktionieren. Ansonsten, Achterbahn sieht man jetzt noch nicht. Stabile Sidelines auf jeden Fall. Die höchste Achterbahn Chinas, gut versteckt hinter 10 riesigen Blumentöpfen. Aber ich melde mich gleich wieder. Freunde, ihr habt ja gerade ein paar Eindrücke gesehen. Für mich war es jetzt nur der Kaffee.
scheint immer ein bisschen befremdlich zu sein, wenn ihr sowas wie eben gerade gesehen habt mit den ganzen Tieren. Aber im Endeffekt ist es halt deren Kultur und es ist, glaube ich, auch einfach scheißegal, ob die Tiere hier live gequält und geschlachtet werden oder halt davor, wie es bei uns ist. Also da tut sich einfach nichts, ist halt dann frischer für die Leute so. Man kann sich sein Tier aussuchen, ist, glaube ich, auch eigentlich gar nicht so schlecht. Und ja, hier ist die Sunak Mall. Also wir sind gerade drin in der Sunak Mall und hier ist dann das Absperrdings, weil da hinten geht es zum Sunak Land. Ist aber noch zu, warten wir jetzt noch. Und dann rope droppen wir das oder so. Aber ist eh nichts los und mitten in der Woche, da juckt es auch eigentlich einen Scheiß. Freunde, die Sunak Mall ist bis jetzt weiter geöffnet worden. Boah, wann oder wie der Park erscheint, darüber halte ich euch auf dem Laufenden. Aber bis jetzt noch keine Sache in Sicht hier. Und hier ist auch echt wenig los, aber hier gibt es viele Sachen. Das ist ganz schön interessante Mall. Das erste Zeichen, dass dieser Park tatsächlich existiert, ist hier. Da haben wir Python and Bamboo Forest, die eben angesprochene GCI-Holzachterbahn. Hier, das Sunak-Aquarium. Mitten in der Mall random. Also hier gibt es unendlich viele random Sachen, zum Beispiel dieser Simulator. Hinten war noch irgendwie so eine Dinosaurier-Experience. Das Aquarium habt ihr ja gesehen. Hier ist eine Kartbahn. Alles so Roadside-Sachen hier in der fucking Mall. Guckt euch das an, da ist richtig viel los noch an thematisierter Kartstrecke. Und ja, und da hinten geht's raus. Denke mal, da können wir jetzt den Park endlich erwarten. Und ich habe echt Angst, dass die Sachen nicht fahren, weil hier unglaublich wenig Menschen sind. Ich denke mal, vielleicht ist das so ein Park, der einfach sagt, ja, scheißen wir drauf. Wenig Andrang, dann öffnen wir halt die Hauptsachen nicht. Das gibt's ja manchmal. Und das will ich nicht. Und da läuft schon ein Werbespot von Coast of the Clouds. Geil. Oh mein Gott, Freunde, ich glaube, es geht los. Holzachterbahn, Eingang, Rockwork. Da geht's lang. Sieht das alles gut aus. Aber hier ist keiner. Ich bin wirklich, ich wünschte, hier wären Leute. Oh Mann. Das ist auch spannend. Seht ihr hier so komische kleine self-operated Scheiß direkt neben dem Eingang? Wie, also, ob das dazugehört, weiß ich nicht. Denke ich jetzt mal, weil da steht auch das Sunak-Logo drauf. Aber auf jeden Fall sehr komisch. Und hier sind noch coole Unterstellungen. Ja. Und da der Eingang, den kenne ich auch schon von Bildern tatsächlich. Ist sehr cool gemacht, finde ich. Geht man da so Rolltreppen hoch. Sehr, sehr, sehr schön. Auch wieder hier traditionell chinesisch gestaltet, ne, seht ihr. Wie auch schon beim Hefei-Sunak-Land. Wenn ihr den Vlog noch nicht gesehen habt, guckt den an. Das ist der vorletzte Part hier in der Serie. Cross-China-Tour. Und jetzt wird's spannend. Also hier der Eingang, ne. Gehen jetzt hier hoch. Es ist unglaublich verlassen hier. Es kommt mir ein bisschen vor wie in Dubai. Also wirklich ist gar nichts los. Die Rolltreppen bewegen sich im minimalsten Stromsparmodus. Okay, jetzt werden die schneller, wo wir drauf gehen. Ist der Wahnsinn, oder? Absolut. Hey, der Typ, den wir gerade gefragt haben, ob wir den Eingang offen haben oder nicht, hat irgendwas gelabert und man hat nichts verstanden. Auch ganz, ganz cool. Ja, der hat uns einfach den Weg gewiesen, wo wir lang müssen. Ich glaube, der hat unsere Frage nicht verstanden. Naja, hier ist die Sunak Mall, ne? Werden wir jetzt mal sehen, wie das läuft, das Ganze. Ey, aber ganz cool, man sieht bis man da ist, quasi nichts von dem Park oder von den Achterbahnen, wegen halt diesem Aufgang und so. Also die Leute sind mies überfordert mit Leuten, die kein Chinesisch können hier an der Kasse. War richtig süß. Auf jeden Fall haben die uns auch gesagt nochmal, manche Sachen sind nicht offen, haben wir direkt Angst gekriegt. Aber Python and Bamboo Forest soll wohl um 13 Uhr öffnen. Und der Knockoff SLC auch. Und was mit Coast of the Clouds ist, weiß ich nicht. Aber da an der Anzeige stand auch, dass die Bahn wohl offen hat. Also Reise in den Himmel hat offen. Keine Ahnung, ob das das gleiche ist. Ich gehe mal davon aus. Ja, und hier haben wir jetzt unser Ticket. Und jetzt gehen wir in den Eingang. Ne? Ja. Alles klar. Mal gucken. Aber es hat jetzt erstmal die ersten 2 Stunden gar nichts geöffnet wahrscheinlich. Weil alles irgendwie 13 Uhr aufmacht. Aber ist auch verständlich, weil wirklich kein einziger Mensch hier ist. Und das wird, glaube ich, richtig geil, wenn das tatsächlich jetzt aufmacht und nicht voller wird. Weil wir dann wirklich, wirklich ERT haben. So, meine Freunde, wir sind drin. Es gab wieder Komplikationen. Eigentlich braucht man einen WeChat, um reinzukommen. Haben wir auch, aber irgendwie ging das Scan nicht und haben das einfach so reingelassen. Da ist Coaster Through the Clouds. Die höchste Achterbahn Chinas. Intamin Hypercoaster 2016 eröffnet mit den modernen Schienen und modernen Zügen. Allerdings im traditionellen Layout ähnlich wie Millennium Force, zum Beispiel in Cedar Point. Also ziemlich komische, interessante Bahn, aber scheint sehr cool zu sein vielleicht. That being said, diese große Achterbahn ist trotzdem nicht mein Highlight in diesem Park. Das, weshalb ich hier primär hin wollte, sondern das ist Python and Bamboo Forest, der riesige GCI, der längste GCI der Welt und eine der längsten Holzachterbahnen der Welt. Ich glaube sogar Top 3. Und die anderen beiden sind Voyage und Beast, also schon sehr lang. Der ist da hinten irgendwo und ja, ich hoffe, das fährt hier. Das ist der Bamboo Forest. Eingangsschild. Und ansonsten haben wir noch da hinten einen Knockoff SLC, den habe ich gerade ein bisschen gesehen. Und wir haben auch noch ein paar kleinere Sachen.
Aber ansonsten, ja, das war es eigentlich vom Line-Up hier. Ob es Dark Rides gibt, weiß ich noch nicht. Muss ich nochmal kurz recherchieren später. Aber ich glaube, es gibt in manchen chinesischen Parks so random gute Dark Rides. Aber ansonsten, ja, schauen wir mal, was wird, ne? Ja, und hier haben wir Python im Bamboo Forest und der Eingang. Und was mir gerade aufgefallen ist, was krass ist, ich kenne den Eingang ja von RCDB, von den Bildern, von der Rollercoaster Database. Und da ist der Eingang so richtig quietschgiftgrün, weil es so nach Eröffnung ist. Aber es gibt keine modernen Bilder davon. Mittlerweile ist er richtig ausgegraut und hässlich. Und tatsächlich scheint diese Achterbahn zu fahren. Also diese Achterbahn nennt sich tatsächlich Raupe im Apfel. Hey, die können by the way gar nicht schreiben, das ist der Creep Caterpillar. Also der Park ist scheiße deserted und das ist ganz cool. Aber wir sind gerade den Freifeldturm gefahren aus Langeweile und haben immer noch eine Stunde zu warten, bis hier irgendwas öffnet. Es hackt langsam. Aber wenn es dann alles mal offen ist, so gegen 12, 13 Uhr, dann werden wir es richtig, richtig, richtig oft fahren. Das ist das Geile daran. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Und da ist das Restroom, da freue ich mich jetzt auch drauf. Also hier ist einmal der Eingang vom Nahen. Da unten steht auch 12 Uhr. Also da steht eine 12, ich denke mal, dass es 12 Uhr heißt. Ja, das ist auf jeden Fall sehr beruhigend, weil sonst war es das absolut mit meinem Leben. Nicht? Ey, ich finde es cool, dass immer Vekoma-Schienen oder Aero-Schienen benutzt werden in jeder Werbung. Und das ist so richtig falsch, weil der Zug von Coast of the Klaus ist da so seitlich drauf platziert. Das ist hässlich. Geil. Oh mein Gott, Coast of the Cloud, cycelt den Lifthill hoch, Testfahrten. Ey, wir waren gerade im Backstage-Bereich, wo die Mitarbeiter essen und haben da unser Handy geladen. Das ist ja auch einfach mal wieder geil. Wir haben uns da reingelassen und unser Handy da laden lassen, auf korrekt. So, und hier seht ihr mal den ersten Testrun von Coast of the Cloud des heutigen Tages. Das ist schon echt geil. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt noch erzählen soll. Guckt das einfach an. Ja, da kommt's auch mal. Super, Drop direkt hinter der Stange und jetzt könnt ihr den Overbank sehen. Extrem langsam noch, aber das wird sicher noch. Hier ist der Airtime Hill, super, kriecht über den Airtime Hill rüber. Da hinten, das weiß ich nicht was, ein Overbank oder sowas. Und dann hier nochmal ein Airtime Hill, wo auch wieder rüber gekrochen wird, aber so richtig. Und dann gibt es noch ein paar Overbanks und so, ich zeige euch das jetzt nicht alles, ich habe keinen Bock darauf. Ja, fahren wir dann gleich mal, wenn es auf hat, oder? So Freunde, hier gehen wir nochmal ganz kurz hier lang. Da seht ihr einen Knock-Off SLC Custom Layout mit einer Cobra Roll, einem Looping und einem Corkscrew. Also alles Sachen, die auf einem normalen SLC nicht drauf sind. Ja, ganz interessant auf jeden Fall und ist halt wie gesagt kein Vekoma SLC, sondern ein geklauter SLC von, ich weiß gerade nicht von welcher Firma, aber irgendwas Chinesisches halt. Und ja, das Teil sieht auch absolut tot aus, aber am Eingang steht, dass es noch öffnet heute um 13 Uhr. Das müssen wir drauf verlassen, aber guckt euch das an hier, das ist einfach, also wirklich, dieser Park ist so unglaublich leer. Hier auf dem Weg ist keiner, hier ist niemand. Wir laufen hier gerade komplett alleine lang. Das ist so krank. Also, wenn die Sachen wirklich öffnen, wie gesagt, das ist wirklich, dann wäre das wirklich der größte Premium-Tag. Freunde, wir haben nochmal eine letzte Achterbahn gefunden hier. Wahrscheinlich wieder so ein Knock-Off-Spinner von Gymna, wie auch in Hefei. Falls ihr den Vlog nicht gesehen habt, nochmal sage ich euch, guckt den an. Nur diesmal in anderen Farben. Und Breaking News, Coaster Through the Clouds, aka die Reise zum Himmel, hat gecycelt mit Menschen drin. Das heißt, wir versuchen uns da gerade auf den Weg hinzumachen. Aber der Park hat ein ganz schön verwirrendes Layout und man weiß nicht, wo man lang muss. Aber ich hoffe, dass wir da bald mal da sind. So, wir sind da. Hier ist der Temple of Clouds und hier ist der Coaster Through the Clouds. Auch eine Bahn, die ich echt lange fahren will und die man auch von On-Rides nur kennt. Und genauso selten gefahren wurde wie auf Soaring with Dragon, die Bahn, die wir schon hier auf dem Trip gefahren sind. Und ich bin unglaublich gehypt. Aber ich weiß, dass die Bahn wahrscheinlich jetzt kein Top-Tier intermin wird, weil sie halt eben so ein altes und ausgestrecktes Layout hat. Aber trotzdem halt hoch und schnell und bestimmt cool. Und vor allem halt eine Bahn, die kaum jemand gefahren ist. Deswegen freue ich mich drauf. Hier ist der Eingang. So Freunde, die gesamte Kettlebell Q-Line ist natürlich komplett leer. Und wir werden wahrscheinlich schon in die nächste Fahrt mit reinkommen. Ja, aber ich habe gerade festgestellt, wie cool man hier die Bahn filmen kann. Seht ihr das? Ich werde hier ja so eine Filmsession noch entzwirbeln irgendwann heute. Geil. Naja, jetzt heißt es erstmal den Count holen, die Bahn ausprobieren. Boah, es ist echt cool hier, wie man direkt runterläuft. Da hinten ist es auch nochmal ohne Gitter. Kann man sehr, sehr cool die Bahn filmen. Und da sind wir nämlich endlich in der Station. Die Backrow ist noch frei. Glaube ich. Ja, na, ist nicht, aber
Ach, keine Ahnung. Irgendwo wird es wohl noch frei sein. Gehen wir einfach mal hin. Wir sehen uns nach der Fahrt. So, erste Fahrt, dann auf diesem riesigen, riesigen Biest, das wir hier um uns herum sehen. Das Teil hatte zwischendurch sehr coole Laterals, habe ich gemerkt. Und das Krasse, wir saßen irgendwie so mittlere Mitte hinten irgendwie so ein bisschen. Und da oben auf dieser Kurve, die eigentlich langsam sein sollte nach dem Lift und vor dem Drop, hatte man so kranke Laterals auf einmal. Und natürlich in diesem einen Overbank, ich glaube, ich sehe den gar nicht gerade, der ist da. Hat man auch sehr krasse Laterals. Und natürlich der letzte Airtime, der so ein bisschen Outward Bank ist, auch sehr starke Laterals. Und sonst die Airtime war ein bisschen mediocre. Alles so ein bisschen floaty, aber es kann auch daran liegen, dass die Bahn echt noch nicht warm gefahren ist. Und der Drop war auch eher Flowjector. Aber die Bahn ist halt, wie gesagt, nicht warm und wir waren auch nicht ganz hinten. Also von daher, ja, die Overbanks sind sehr schön gut forceful, die Taylor sind gut forceful. Es macht Spaß, die Bahn fährt sich echt ganz schön dynamisch, im Gegensatz zu was ich eigentlich erwartet hätte. Das Layout funktioniert gut zusammen, ist halt nicht weltbewegendes bis jetzt. Ich glaube, bis jetzt finde ich auch Soaring with Dragon besser, zumindest die zweite Fahrt, die ich auf Soaring with Dragon hatte. Aber das ist halt trotzdem sehr cool und wir gehen auch einfach direkt nochmal, weil wir es können. Jemand da, also sind halt direkt reingekommen so. Ja. Freunde, wir kommen von der Back Row und ich muss sagen, die Bahn ist gerade 1000 Mal besser geworden. Ja, also das Teil hat aber immer noch so mittelmäßige Airtime, also es ist halt meistens Floater bis auf einmal, aber da ist es auch keine starke Airtime, eher so Flowjector. Und ja, die Bahn lebt sehr von den Positives. Der Anfang ist sehr, sehr positiv lastig. Direkt nach dem Drop fährt man ja diesen Overbank und die Täler davor und danach sind auch beide extrem voll mit Positives. Also man grade auch sehr aus. Ja, aber der wahre Fokus, beziehungsweise der wahre Pluspunkt dieser Bahn sind die Laterals auf den verschiedenen Kurven. Auf der ersten nicht unbedingt, aber auf diesem Stängeldive da hinten gerade und auch auf den anderen Kurven und vor allem auf dem letzten Outward komischen Airtime, der richtig komisch aussieht, aber super geil ist, weil der einen rausholt und dabei noch sehr starke Laterals gibt. Ja, aber allgemein lebt die Bahn auch echt vom Geschwindigkeitsgefühl und das ist sehr, sehr cool mit dem Wind und so. Ja, mag ich. Hier der Porzellanthemenbereich ist irgendwie cool, also weil es ein ausgefallenes Thema ist. Diese richtig viel Porzellanscheiße, auch diese Porzellan-Achterbahn, der Spinning Coaster, aber der fährt leider heute nicht, steht dran. Der erste hat das Count, diese Tour. Und da ist unser Lock-Off SLC, den wir jetzt erstmal fahren, damit Python in Bamboo Forest, der Fötus im Bambuswald, meine 300 wird. Ja, und die Bahn fährt gerade den Lift hoch. Das heißt, ich zeige sie euch gleich mal beim Cyclen, falls ich noch rechtzeitig hinkomme. Ich hätte fast nicht reingepasst wegen der Höhenbeschränkung. Ging aber gerade so noch und hier seht ihr jetzt. Fährt schon da hinten irgendwo rum, kommt hier gleich rum wahrscheinlich. Wo ist denn die? Da kommt sie. Immer noch nicht. Da kommt sie. Wahnsinn. Lock-off SLC, komplettes Custom Layout gibt es als normalen SLC so gar nicht. Sehr interessant und soll sich auch, glaube ich, gar nicht so beschissen fahren. So der O-Ton. Alles vibriert. Und da kommt er. Natürlich ohne Menschen drin, komplett ohne Menschen. Geil. Auf einmal ist es ruhig. Ja, es ist halt einfach leer hier heute, was soll man sagen. Ich finde das cool, dass hier immer steht, 3 Stunden von da aus noch. Da 2,5 Stunden noch, das stand bei Coast of the Clouds auch die ganze Zeit. Wie lange die Wartezeit noch wäre, das ist echt geisteskrank, wie viel die hier expecten. Also es wird auch wohl sehr voll hier im Park, normalerweise, also wir sind echt lucky. Aber ja, das ist auf jeden Fall krass, dass es auch so einfach casual dran steht, dass du 3 Stunden wartest von diesem Punkt. Ich muss euch kurz was zeigen. Ja, da ist die Station. Nur eine einzige Treppe nach unten. Hier steht 0,5 Hours. Also, das kann doch nicht angehen. Im Phantasialand wären das höchstens 10 Minuten, wahrscheinlich 5. Oder in jedem normalen Park in Europa. Das ist krass irgendwie. Kacke. Aber immerhin sind sie sich im Klaren, dass sie kacke operaten. Bin auch noch stolz drauf. So, das Teil, Soaring Dragon and Dancing Phoenix, by the way, super Name. Ich muss kurz claimen, das Teil fährt sich zwar echt ein bisschen brutal, aber wenn man sich verkrampft, tut man sich nicht weh und es gibt auf jeden Fall SLCs, die sich beschissener fahren. Und außerdem ist das Layout sehr kreativ und deutlich besser als das Standard SLC Layout. Wir haben 6 Inversionen, 2 Interlocking Corkscrews, einen normalen Corkscrew, eine Cobra Roll, die echt teilweise brutal ist. Und ein Looping, der sich echt smooth und forceful fährt. Ja, und alles in allem, der Drop ist steiler, das Layout ist sehr lang, dumpelt noch hier ganz viel rum. Wenn man sich verkrampft und aufpasst und man sich nicht wehtut, ist das echt cool. Das klingt so dumm, aber ihr wisst, was ich meine, ist ja beim echten SLC auch so. Also auf jeden Fall finde ich deutlich besser als ein SLC tatsächlich. Hätte ich nicht erwartet. Jetzt natürlich keine super Achterbahn, ne, das ist klar. Aber ja, stark, fand ich gut. Besser als erwartet.
dafür, dass es Knockoff ist und alle immer auf die Knockoff-SLCs draufschitten, fand ich es echt überraschend. Mich fuckt dieser Park so ab, ne? Jedes Mal, jede Übergangsding, die ganze Zeit die gleiche Scheißmusik und in jeder Attraktion, die nicht irgendwie krass ist, gibt es immer irgendwelche amerikanische Scheißmusik. Ist wirklich, dieser Park ist deutlich mehr scheiße als der in Hefei tatsächlich. Wobei beide nicht kacke sind, aber Hefei Sunderland ist spürbar besser. Und man muss von einer Attraktion zur nächsten wirklich 500 Millionen Kilometer laufen. Das ist wahr. Wir laufen hier schon wieder 2 Jahre zur fucking Fötus im Bambusforest. Oh, wie gefällt dir dein Wing Chilling? Ja, mein Wing Chilling ist ein bisschen industriell, aber sonst ganz gut. Industriell, wenn du mal wieder erwartest, dass Schokoeis natürlich schmeckt. Also, ich erwarte, dass es wenigstens nach Schokolade schmeckt. Ey, ich find's voll gut. Das in den Bambuswald. Fahren jetzt den Fötus im... Ach, ich halt mein Maul, ja. Den Fötus der verborgenen Mutter. Die Bahn fährt einfach mit einem halben Zug. Seht ihr das? Geisteskrank. Ich glaube, ich bin im Himmel. Also, naja, es ist schade, dass sie mit einem halben Zug fährt und so, aber... Also für das Gewicht und die Geschwindigkeit, ne? Aber wie krass ist das bitte, dass ich nicht 2 Stunden warten muss. Hilfe. Ey Freunde, ist my bad, sorry, ist gar nicht Python im Bambuswald, ist die Tyton im Bambuswald. Wie kann ich das verwechseln, sorry. Passiert nicht nochmal. Was ist das denn hier? Ein komischer Wartebereich, eine riesige freie Fläche mitten in der Queue. Naja, warum nicht? Ah, die Bahn fährt los. Oder fährt vom Break Run runter? Ja, ich glaube, sie fährt vom Break Run runter. Man weiß es nicht. Werden wir ja gleich sehen. Ah, da ist schon die Station, Wahnsinn. Stellt euch mal vor, müsst ihr überall warten. Wäre das nicht schade. Ach, da guck mal, fährt sie schon wieder los. Ja, ist jetzt auch egal. Ah ne, sie kommt in die Station. Hier ist nämlich die Station. Okay, ich verstehe jetzt langsam. Ich verstehe jetzt, wie der Hase hier funktioniert. So Freunde, wir kommen jetzt aus Viper. Und also Python und Bubble Forest und der Ausgang ist irgendwie komisch und ranzig. Und hier wird es richtig weird. Seht ihr hier erstmal kaputte Wand, da ist eine random Tür, 1000 Bilder. Und hier ist so eine Sitzgelegenheit und Ikea-Regale irgendwie. Unaufgebaute Sachen. Also ganz komisch ist das hier auf jeden Fall. Ein riesiger Raum auch. Vielleicht soll das mal ein Shop werden oder war es mal ein Shop? Man weiß es nicht genau. Ja, irgendwie sowas. Aber zur Bahn selbst, wir sind jetzt einmal hinten, einmal vorne gefahren. Sind immer direkt rangekommen und können uns die Reihe auch auslassen. Das juckt also wirklich nicht, ist keiner da. Und ja, die Bahn, unglaublich lang. Halt am Ende halt diese Airtime-Massaker-Hügel, die ihr vielleicht aus den On-Rails kennt, also einen nach dem anderen wie bei RMC. Und natürlich mit Floater, anders als bei RMC. At Splash One, trotzdem geil. Und ja, also Laterals fickt die Bahn komplett raus. Und die ist sehr, sehr aggressiv. Gerade vorne. Die hat eine Geschwindigkeit, die für ein GCI nicht so ganz normal ist, habe ich das Gefühl. Also das kennt man einfach nicht. Die ballert sehr doll rein. Dann halt noch ein Negativpunkt. Die Airtime ist wirklich nicht so stark, wie ich es mir gewünscht hätte, was normalerweise bei GCIs nicht so schlimm ist, aber das ist halt ein Punkt für eine Bahn, die wirklich, wirklich Elite ist, der die dann zurückhält von wirklich, wirklich Elite. Also die Bahn ist meinetwegen vielleicht Top 10 für mich jetzt, aber nicht Top 5 oder so. Das liegt ja daran, dass die Airtime ein bisschen schwach ist. Und der andere Punkt, dass die Bahn sehr rough ist. Also GCI müssen rough sein, GCI darf auch rough sein und das ist auch nicht so schlimm. Und das macht auch Spaß. Und das gehört dazu. Und ich feiere das auch sehr außer Kontrolle gefühlt. Aber diese Bahn ist so rough, dass man nach 2 Fahrten schon leichte Kopfschmerzen hat. Und irgendwie, es fühlt sich teilweise nicht mehr ganz, ganz... Ja, man wird mehr von der Roughness rausgeschmissen als von der Airtime, habe ich das Gefühl. Und das ist halt der Kritikpunkt so. Aber an sich ist die Bahn super gut gepaced, super stark, hat keine Pacing-Issues, wie es auf dem POV aussieht. Sehr, sehr lang und macht sehr Spaß. Ist brutal rustikal, GCI-typisch. Also feiere ich extrem und ist auch, glaube ich, bis jetzt safe. Die beste Achterbahn, die ich in China gefahren bin. Da bin ich überzeugt. Überall im Park laufen League of Legends World Songs. Wollte ich auch nochmal erwähnt haben. Das ist schon der dritte, den ich höre. Geil. Ja, es wird gerade richtig voll, wie ihr seht, ne? So, meine Freunde. Ich bin jetzt zusammen 6-mal Python im Bambus-Arschloch gefahren. Und ja, die Bahn ist über rough und auch sehr ranzig stellenweise. Also die Thematisierung blättert ab und ist hässlich und keine Ahnung. Aber die ist gerade ganz am Anfang so aggressiv, das macht echt Spaß. Und die Roughness trägt dazu auch bei, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die Roughness wirklich so gut finde, weil die ist echt schon sehr, sehr stark. Also auch nicht vergleichbar mit anderen GCIs, so sehr, sehr, sehr rough ist das Teil schon.
Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt rüber zu Coaster Through the Clouds und fahren da noch ein paar Mal. Das wird wieder eine halbe Weltreise. Ist schon kein Bock, durch den ganzen Park zu wandern. Python in Bamboo, Putzi Forest, Fortnite ist eine sehr coole Achterbahn. Aber nicht so gut, wie ich erwartet habe. Aber fast so gut, wie ich erwartet habe. Und Coaster Through the Clouds ist auch sehr cool. Und das fahren wir jetzt. Habe ich schon gesagt. Ich halte die Fresse. Und Suspended Topspin, dem Phantasialand. Ultra random. Aber ist cool. Ist klar. Wir stehen hier vor Coaster Through the Clouds und hier ist so ein Wasserbereich. Und da drin befindet sich ein Fahrrad. Wie auch immer zur Hölle das da reingekommen ist. Und vor allem, wieso auch immer das da noch nicht rausgenommen wurde. Aber da ist ein Fahrrad drin. Naja. Wir fahren jetzt die Bahn endlich mal. Es ist echt so ein Marsch hier hin von Python aus. Das glaubt ihr gar nicht. Ja, wunderschönes Sunakland hier. Also jetzt erzählen, wie du gefilmt wurdest. Nee, das erzähle ich nicht. Aber ich muss sagen, dieser Park ist ein bisschen zu groß. Und du wurdest gefilmt auf Coaster Through the Clouds, oder? Nö. Von so einem offiziellen Account, der jetzt sein Facecam on-Ride auf TikTok hochlädt als Promo-Video. Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, das habe ich mir ausgedacht, oder? Ich glaube auch. Alles klar. Also ich mache jetzt hier mein Fazit, wir sitzen hier auf einem Stein. Dieser Park ist riesengroß. Hefei-Sunakland ist deutlich schöner, aber der Eingang ist sehr interessant und kreativ. Die zwei Hauptattraktionen Coaster Through the Clouds und Bamboo in Python Forest oder wie sie auch heißt, Viper auf Bamboo Forest, auf dem fucking Wegweiser, sind gute Achterbahnen. Coaster Through the Clouds lagged Airtime, finde ich ein bisschen, für das, was es ist. Fühlt sich eher an wie Formula Rossa ein bisschen, vor allem in der ersten Reihe. Aber ein Light und Python in Bamboo Forest ist eine extrem aggressive Bahn, die aber ein bisschen mehr smooth sein könnte. Und ja, trotzdem sehr coole Bahn, cooler Park, I guess. Ist schön thematisiert, aber sehr abgeranzt teilweise. Also wirklich sehr abgeranzt, vor allem der Ausgang und auch Eingang und Station von Python und Bamboo Forest. Ja. Ganz genau. Du wurdest gefilmt, habe ich gehört, auf Coaster Through the Da, Freunde, ist vorbei. Verlassen den Park. Ich habe auch echt nur noch wenig Akku, deswegen halte ich mich jetzt kurz, aber ich habe auch schon alles gesagt. Ein Erfolg war der Tag auf jeden Fall, weil alles gefahren ist, trotz in der Woche und weil alles keine Wartezeit hatte. Ja, und dann gehen wir, also es hat nicht alles gefahren, aber alles Wichtige. Und wir gehen jetzt raus. Ich bin echt krank, schon den ganzen Tag. Aber das war nicht so eine große Barriere. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, China bereisen. Ja.